FLIN. Wir haben ein Solarsegel entwickelt, das auf Segeljachten eingesetzt wird. Die Anzahl der Solarmodule, die in einem FLIN-Sail verbaut werden, ist abhängig vom Energiebedarf der Segeljacht. Man kann zum Beispiel mit einem zweimoduligen FLIN-Sail das gesamte Bordnetz einer kleinen Segeljacht versorgen. Aber wir können noch mehr und wollen unseren Beitrag zur Verbesserung der E-Mobilität auf dem Wasser leisten. Damit wir genau wissen, wie viel Energie ein E-Motor braucht, führen wir Tests durch. Und damit ihr uns das glaubt, lassen wir euch daran teilhaben. FLIN testet. Wir haben keinen Wind und kaum Welle. Perfekte Bedingungen, um mit unserem Testboot Mina auf die Kieler Förde zu segeln, um Messungen durchzuführen. Mina ist eine Genosan 2000 mit einer Länge von 6,5 Metern und einem Gesamtgewicht von 1,5 Tonnen. Diesmal ausgestattet mit einem Torqeedo Travel 1003, der mit seiner Eingangsleistung von 1000 Watt mit einem 3 bis 4 PS Benzin-Außenborder zu vergleichen ist. Wir starten den Motor und beginnen die Messung. Über unser Speedometer können wir die Fahrt durchs Wasser messen. Das Display des Torqeedo Travel gibt Auskunft über die aktuelle Leistung des Motors. Kleinschrittig variieren wir die Geschwindigkeit des Bootes und messen jeweils die nötige Leistung des Motors. Es zeigt sich ein exponentieller Zusammenhang. Während für eine Geschwindigkeit von 2 Knoten etwa 150 Watt Motorleistung ausreichen, muss für eine Geschwindigkeit von 4 Knoten eine Leistung von etwa 700 Watt aufgebracht werden. Das Fazit liegt auf der Hand. Wer weit kommen will, der muss langsam fahren. Man könnte mit dem integrierten Akku unter ähnlichen Bedingungen bei einer Fahrt von 2 Knoten etwa 3,5 Stunden motorisiert fahren. Das sind immerhin gut 6 Seemeilen. Doch da man den Torqeedo Travel 1003 auch während der Fahrt über das Bordnetz laden kann, können wir die Reichweite mit unserem FLIN-Sail deutlich erhöhen. Bei klarem Wetter und Sonnenschein können wir die Reichweite auf 20 Seemeilen erhöhen. Das mit sauberer Sonnenenergie und einem leise surrenden Motor. Herrlich! Wie das funktioniert, zeigen wir in einem anderen Video von FLINtest. Also, abonniert unseren Kanal und vergesst nicht, die Benachrichtigung zu aktivieren. Und gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat.